Diesmal habe ich den Hurensohn überholt und wo kommt der denn da plötzlich von hinten her? Da kann sich mal gleich wieder hier verpissen, der kleine Hundebengel. Oh, scheiße. Willkommen in einem neuen Part von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Wir gehen nicht auf Easy Drive, sondern auf McLane, weil wir Need for Speed Nummer 2 bezwingen wollen. Und wir versuchen es nochmal, nachdem ich schon einmal gescheitert bin. Versuchen wir das Ganze nochmal mit meinem Chevrolet. Und wir werden natürlich beide Mods einmal kaufen. Kosten 8000. Und nur noch 2000 übrig, weil wir 16.000 ausgegeben haben. Och, das ist mir egal. Dafür werde ich jetzt gewinnen in 1 Minute 35 und werde mir Gold holen. Und genau, wir haben schon beim letzten Part einmal versucht, sind kläglich gescheitert, weil ich ohne Mods gefahren bin. Ohne Mods, habe ich ja schon mal gesagt, wird das einfach heute nichts mehr. Und deswegen einfach alte Rennfahren, wenn man sich nochmal Gold absahen möchte, dann kriegt man immer nochmal ein bisschen Kohle wieder dazu. Nicht viel, weil das zum Beispiel jetzt nur 17.000 kriegen wir für den ersten Platz. Bei den späteren Rennen, ich kriege ja jetzt zum Beispiel für den ersten Platz 50.000 oder so für den ersten Platz. Also es ist ja schon ein Unterschied, ne? Kriege ich mal so dreimal so viel plötzlich. Und jetzt nehmen wir hier wieder den Story-Clip, den kennen wir ja bereits. So, und diesmal mit beiden Mods. Bessere Motorleistung, besseres Nitro. Werde ich natürlich von mir selber verlangen, ihn zu schlagen. Also wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich wirklich schlecht. Und der Wagen ist irgendwie nicht sonderlich gut, finde ich. Also der ist jetzt erst auf die 300. Also, aber der ist deutlich besser als der Marussia. Also Leistungsvergleich. Also das haut irgendwie nicht hin. So, nicht die Bande gerammt, das ist wichtig. Und das war auch knapp. Und jetzt will ich natürlich, bin ich an ihm dran und jetzt versuche ich ein kleiner Stotterer, versuche ich ihn natürlich einzuholen. Ohne Wenn und Aber. Oh! Einmal dran vorbeigefahren. Das ist ganz wichtig. Oh, 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 und da habe ich ihn. Im letzten Rennen, wo ich das versucht habe, habe ich ihn ja noch nicht mal einmal geschafft zu überholen. Da war ich ja das ganze Rennen hinter ihm. Am Ende kam ich relativ nah dran. Aber diesmal habe ich den Hurensohn überholt und wo kommt der denn da plötzlich von hinten her? Da kann sich mal gleich wieder hier verpissen, der kleine Hundebengel. Oh, scheiße, da bin ich jetzt ja voll außer Kontrolle gekommen. Oh, Mann. Das ist nicht gut, Alter. Ich muss den jetzt einfach überholen und abhängen und gut ist. Aber zumindest, glaube ich, verfolgen jetzt die Bullen nicht nur noch mich, sondern auch die Gegner. Das finde ich ja richtig gut. Und ich weiß, ich könnte auch Driften und Nitro deswegen sammeln, aber irgendwie komme ich mit dem Drift nicht richtig gut klar. Ich fahre lieber so. Oh, geil gemacht, Bulle. Geil. Danke. Ich sag danke und im gleichen Zug fahre ich voll gegen die Wand im Sprung. Der hat einen Linksdrift manchmal. Ich mache nichts. Der glitscht voll weg. Das hatte ich ja schon mal mit dem Wagen. Der glitscht total weg, glaubt's mir. Das bin ich nicht. Voll nach links weg, schon zweimal. Wenn ich irgendwie doof aufkomme oder so, oder wenn er ins Schwang gerät, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist jetzt kein Bug oder so, aber der glitscht total weg. Meine Fresse. Ist der schnell. Der hat doch nur ein bisschen mehr Handling, der Wagen. Das war der doch vor mir. Vor mir, der Wagen, der Ford. Meine Fresse, eigentlich. Dann fährt der KI ja immer so ein bisschen schlechter, sag ich mal. Den müsste ich eigentlich total abhängen, den Hurensohn. Hau ab, du Bulle. Steige ich aus und hau dir in die Fresse, wenn du nicht abhaust. Mann, schnell ein bisschen Nitro. Scheißendreck. Ein Glück. So, jetzt schneller. Das Rennen ist, glaube ich. Jo, moin. Scheiße, Mann. Das war nicht schlau, dass ich über ihn gesprungen bin. Geil. Also wenn ich ihn jetzt nicht habe, ja, yeah, Sieg.
Aber nee, natürlich nicht Gold, also 1,35 habe ich lange nicht geschafft. Also da fehlen mir denn 8 Sekunden. Ist das Bronze oder Silber, frage ich mich. Ja, Silber, das geht ja noch. Aber erst da wurde ich immerhin wieder 10.000, weil ich Most Wanted Nummer 2 geschlagen habe. Das ist definitiv geil. Und Haken. Und fertig und so weiter. So. Jetzt haben wir einen neuen Wagen freigeschaltet. Und zwar ist das der SRT Viper GTS oder GTS. Sieht nicht klasse aus, finde ich. Das war denn doch nicht. Das war jetzt der Gegner vom Fanged. Also habe ich mich doch. Das war dann doch nicht der Ford. Oder war das ein Ford? Ach, ich habe mir sehr aufgepasst. Naja, was soll's. Gut. Ein paar neue Events. Wir gehen natürlich jetzt hier wieder auf Easy Drive und wollen schnellstmöglich zum Platz 1, genau. Zu dem Most Wanted. Wir sollen durchschnittlich 329 km/h fahren. Ach du Scheiße, das wird schwer. Natürlich nehmen wir unseren Chevrolet, den Wagen, der für uns im Moment doch am besten ist. Und starten hier mit rein. Was hatte ich davor gesagt? Genau, dass wir jetzt schnell zum Platz 1 wollen. Und zwar ist das der MST und so weiter. Ihr wisst schon, was ich... Da der MST WNTD halt, ne? Das ist, ja, der Most Wanted ohne Vokale natürlich. Vokale werden sowieso in diesem Spiel sehr überbewertet. Aber... Renn weiter, weil ich ja da erstmal Gold haben will. Nein, ich fahre jetzt immer weiter ganz schick, damit ich so schnell wie möglich an die Spitze komme. Und rein geht's ins Rennen. Wir geben direkt Nitro, wir müssen den Schnitt direkt 90. Ach, das war doch das Rennen. Ach, das sind wir doch schon gefahren. Ja, hier mit dem Pfeiler. Das war doch ein witziger Anfang, wo ich sagte, ja, jetzt müssen wir den Schnitt hier hochhauen. Am besten kein Unfall und fahr fast gegen den Pfeiler. So, 313 habe ich jetzt so ungefähr fast. Na, Gold will ich gar nicht anstreben. Gold strebe ich gar nicht an. Ich will Bronze schaffen, damit ich zumindest Plus mache und das Rennen fertig habe. Aber dafür muss ich jetzt ganz gut und konzentriert fahren. Wenn ich schon im richtig hohen Speed bin, dann muss ich auch nicht so viel Nitro reinhauen. Das bringt gar nicht so viel, weil ich bin jetzt schon auf 315, also das bringt meinen Schnitt auch schon heftig hoch. Das wäre ja nur dumm, denn das Nitro dafür zu verhauen. Aber gut, jetzt habe ich es voll, jetzt kann ich es auch reinhauen, also. So, fahren wir die außen rum, das ist auch okay, wir fahren fast 380 gerade eben. Und kaum ist Nitro endet, schnell einmal 40 km/h langsamer. Also Nitro ist schon echt unglaublich. So, und jetzt muss ich die Geschwindigkeit ganz lange halten, sodass, wenn ich einen Unfall baue zum Beispiel, wird der Schnitt ja sonst immer ganz schlagartig, geht der ja immer runter. Aber wenn ich schon einen ganz hohen Schnitt angestrebt habe, dann dauert das echt richtig, richtig ewig, bis der weniger wird. Und bisher sieht das richtig gut aus. Wir haben schon einen Schnitt von 318. Ich hab's gewusst. Ich sah nur dieses Auto und hab's gewusst. Scheiße, Mann. Scheiße. Ich hab's gewusst. Komm, 297. Bitte schneller, schneller. Ja. 300 wieder erreicht. Wie gesagt, ich will nicht unbedingt Gold. Ich will zumindest Bronze. Ich strebe Silber an, aber ich will zumindest Bronze. Schneller. Im Moment bin ich nur auf Bronzekurs, weil es jetzt auch so scheiße kurvig wird. Fuck, Alter. Ich hab schon gerade wieder gedacht, Alter, wenn ich da jetzt schon wieder gegenfahre, dann drehe ich durch. So, komm, Silber schaffe ich noch. Komm. Schaff ich nicht. Doch. Das war jetzt geil. Also das ging da wirklich 0,18 km/h. Das war jetzt geil. Tut mir leid, dass ich dann auch so wenig geredet habe, weil ich dann total gefesselt bin. Wieso denn nur Bronze? Ach, durch die Mauerdinger habe ich Minus bekommen. Scheiße, stimmt. Egal, 28.000 dazu bekommen. Das ist nicht schlimm. Und ich habe schon gerade gesehen, der erste fährt ein Lamborghini. Das ist natürlich auch geil. Da freue ich mich natürlich schon richtig drauf.
Wenn der ein Lamborghini auch noch fährt. Naja, was soll's. Ein Rennen fahren wir noch in diesem Part. Freigeschaltet habe ich keine neuen, deswegen gehen wir jetzt wieder ganz normal auf Easy Drive, gehen auf Fairhaven T East und klicken auf Haken. Sollen natürlich wieder Klasse, alle dürfen uns auswählen. Wir nehmen natürlich beide besten Mods hier wieder. So. Ich weiß gar nicht, ob es schlau ist, auch mal andere Mods zu nehmen. Aber das sind auch einfach die teuersten und dann werden sie auch am effektivsten sein. Man kann sich natürlich fragen, was bringt mir die maximale Motorleistung, wenn ich zum Beispiel in einer kurvigen Strecke fahre? Hm, das stimmt. Da könnte ich mich jetzt gerade selber zum Überlegen gebracht haben. Aber wir fahren hier größtenteils immer auf der... immer auf geraden Strecken. Und ich glaube, das ist am schlauesten, immer die beiden zu nehmen. Deswegen. Also... Deswegen, glaube ich, ist eher das Schlauste. Die beiden letzten Mods also zu nehmen, ne? Und, die sehen auch stark aus, die Wagen, die Gegner. Fährt da noch ein Porsche Panamera mit? Nee, das kann... Das wäre zu heftig, wenn... Oh, hier fährt schon der BMW mit, also mein Startwagen. Das ist auch ein geiler Wagen, ich finde, der sieht auch geil aus. Und bei dem startet man auch auf dem PC-Spiel mit dem Wagen. Auf dem PC-Spiel Most Wanted. Auf dem alten meine ich jetzt. Das neue habe ich noch gar nicht gezockt, also. Ich bremse da nicht ab. Abbremsen ist echt was für Loser, also da bretter ich lieber voll gegen die Wand. Versuch das irgendwie halbwegs gut abzufangen und dann, boah. Und dann gib ihm. Was soll's. So. Ja, gerade eben war scheiße, dass ich diesen Wagen gerammt habe. Ich weiß nicht, warum ich das schaffe. Ich sehe ihn von weiter weg. Aber wenn ich zu schlagartig bremse, zur Seite lenke, so. Dann kommt er auch immer voll außer Kontrolle und ich bretter voll gegen die Wand. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt viel besser. Deswegen, ich bin mir immer nicht so sicher, was ist immer denn die beste... Deswegen will ich immer langsam lenken und der lenkt dann überhaupt gar voll in ihn rein. Ich weiß, das sieht dumm immer aus, aber das ist wirklich immer schwer zu verhindern. Ich sag euch das. Und ich würde sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also, ich überhole jetzt gerade hier den zweiten. Gib jetzt sogar noch volles Nitro, also, und bin Zweiter. Ich habe mir ein bisschen schwerer jetzt vorgestellt, also nach den Rennen, die ich jetzt hinter mir hatte, geht ja noch, aber man, was erwartet man? Es wird ein Soll, muss doch auch schwerer werden. Wenn es nicht schwerer wird, was wäre das für ein Spiel als die ersten Rennen? Also es muss doch auch eine Herausforderung sein, Gold zu schaffen. Wenn man jedes Mal Gold schafft, ist doch auch langweilig. Es muss auf jeden Fall eine heftige Herausforderung werden, Gold zu schaffen. Das ist Fakt für mich. Und deswegen ist dieses Spiel auch, finde ich, vom Schwierigkeitsgrad her sehr gelungen. Also, wenn ich Schwierigkeit und KI bewerten darf, sehr gelungen, weil es keine Leichtigkeit werden darf, jedes Mal Gold zu holen. Das macht dann einfach auch irgendwie keinen Spaß. Man denkt so, oh geil, geil, man freut sich vielleicht. Ja, man freut sich. Aber es bringt doch letztendlich nicht so viel Spaß. So, und da vorne ist Platz 1. Also, wenn ich gut fahre, schaffe ich hier auch Platz 1. So. Und Nitro, Nasseinspritzung. Und dann schaffen wir jetzt hier auch die Goldmedaille. Da bin ich ganz zuversichtlich. 1:10. Das Rennen dauert auch noch ein bisschen so. Wenn ich so die Durchschnittslänge von Rennen immer so betrachte, das ist immer so bei 1:30, 1:40 so. Bei den neuen sogar vielleicht ein bisschen länger. Früher waren die ein bisschen kürzer. Also auch mit dem Schwierigkeitsgrad werden die Rennen auch ein bisschen länger immer. Und wir geben jetzt einmal volles Nitro. Über den springen wir. Der ist zwar keine Gefahr für mich. Den überspringen wir einfach, denke ich mal so. Und wir holen Silber, das ist okay. Wir holen Silber, das ist okay. Finde ich. Gut. Silber bringt uns 34.500. Warum unbedingt diese Zahl? Keine Ahnung. Anstatt 35.000 draus zu machen? Nein. Und genau dementsprechend ist dieser Part dann auch zu Ende, na, wenn er jetzt mal fertig geladen hat, genau, haben noch Kruger's Avenue 1, McLean's zweites Event und Calend District noch eins geladen, drei neue Events, das ist gut und bis dahin sag ich mal, ciao.